Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei AS Motorcycle Repair. Und wie ihr in der Videoüberschrift schon lesen konntet, geht es heute um Probleme mit dem Leerlauf. Und zwar genau gesagt, dass unsere Triumph im Leerlauf abstirbt. Startet man dann wieder das Motorrad und gibt dann wenig Gas, dann läuft der Motor und wie man wieder vom Gas geht, stirbt das Motorrad ab. Von diesem Problem sind meistens die Triumphfahrer betroffen, die sich auch im Gelände aufhalten. Also speziell natürlich auch die Tigerfahrer. Ich selbst war auch schon von diesem Problem betroffen. Ich bin da an eine Kreuzung gekommen, vom Gas gegangen natürlich im Leerlauf und zack, und das Motorrad war aus. Ich habe natürlich dann gleich versucht, wieder das Motorrad zu starten. Ohne Gas hat es nicht funktioniert. Dann habe ich ein bisschen, also leicht Gas gegeben und das Motorrad ist gelaufen und kaum bin ich vom Gas runtergegangen, ist es wieder abgestorben. In einer Stadt wäre das Ganze dann sehr mühsam geworden, aber ich war eigentlich nur mehr ein paar hundert Meter von zu Hause entfernt. Also Glück in Unglück gehabt und habe mich dann gleich der Sache angenommen. Darüber habe ich kein Video gemacht, aber jetzt im Zuge des großen Services würde ich euch natürlich das gerne zeigen, was da passiert ist. Und ja, da möchte ich mich auch gleich beim Michael Skopek bedanken. Denn der hat mir mal angeschrieben und hat auch so ein Problem gehabt mit dem Leerlaufabsterben und ich habe ihm da ein paar Tipps gegeben wegen Verschmutzung und so weiter. Und der Michael hat mir dann zurückgeschrieben und hat dann selbst das Problem also ausfindig gemacht. Und es hat zwar auch wie bei mir mit der Verschmutzung was zu tun gehabt, aber nicht ganz an der gleichen Stelle. Ja, auf jeden Fall herzlichen Dank an dich, Michael. Bikergruß geht natürlich an dich raus. Ausgangsposition: Tank ist abgebaut oder aufgeklappt, wie wir das schon kennen, und Airbox natürlich ausgebaut. Als erster schrauben wir die Einstellmutter vom Leerlauf-Drehzahl-Stellmotor ab. Merkt euch vielleicht die Umdrehungen und schreibt euch die auf, dass wir mit der Einstellung dann nicht ganz so weit weg sind, wenn wir das Ganze wieder zusammenbauen. Ja, unter der Mutter, da verbirgt sich auch eine kleine Beilagscheibe. Passt auf, dass die nicht verliert. Und ja, wisst ihr, wenn da irgendwas runterfällt, das ist dann oft gleich weg auf Nimmerwiedersehen. Haben wir die Einstellmutter abgeschraubt, dann lösen wir den Stecker vom Leerlauf-Drehzahl-Stellmotor. Und dann geht es gleich weiter mit den zwei Kreuzschlitzschrauben. Und dass ihr überhaupt zu den Schrauben kommt, braucht ihr wirklich einen ganz langen Kreuzschraubenzieher. Ihr findet wie immer und gewohnt alles unten in der Videobeschreibung. An die Schrauben kommt man nur von der Seite und ihr seht hier, also da hat man nicht viel Platz und da müsst ihr halt aufpassen, dass sich die Schraube dann nicht herunterfällt. Also ich würde gleich ein bisschen Druck auf die Schraube ausüben und den Leerlauf-Drehzahl-Stellmotor mit der Schraube einfach herausziehen, dass die Schraube nicht runterfallen kann. So, den Leerlauf-Drehzahl-Stellmotor, den können wir dann, wenn er heraus ist, irgendwo auf die Seite mal legen und dann kommen wir schon zum ersten Problem. Das, was zumindest bei mir das Problem war. Und zwar war bei mir der Leerlauf-Drehzahl-Regelhebel so verschmutzt, dass er einfach stecken geblieben ist. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt die Schraube heraus, dass man den Leerlauf-Drehzahl-Hebel ausbaut und reinigt das. Oder wenn die Verschmutzung noch nicht so schlimm ist, dann spült man das einfach, so wie ich das jetzt im Video mache. Bei mir ist das Problem schon aufgetaucht, bevor ich bei YouTube aktiv wurde und ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich nicht die Drosselklappeneinheit dazu ausbauen haben müssen, dass ich die Schraube rausbekomme. Ist natürlich die bessere Lösung, wenn man die Schraube herausnimmt, aber wenn das jetzt wirklich so ein Arbeitsaufwand wäre, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, dann lasst es einfach drin und spült es so, wie ich es am Video zeige. Und das, was wir hier machen, das empfehle ich auch jedem gleich vorsorglich zu machen, auch der, was das Problem bis jetzt noch nicht gehabt hat. Ja? Weil auf das achtet man nicht und die Verschmutzung ist vielleicht schon da und dann irgendwann dann ist es so verschmutzt, dass das stecken bleibt und dann haben wir das Problem. Also alle 20.000, wo wir die Ventile zum Einstellen haben und die Zündkerzen zum Wechseln, da macht das bitte gleich mit. Ihr spart euch dadurch wirklich dann irgendwann den Ärger mit dem Absterben im Leerlauf. Ich spüle hier wirklich den Schmutz aus dem Lager, aus der Lagerung wirklich ordentlich heraus. Da ist mir egal, ob ich da jetzt eine Vierteldose da rauf sprühe oder nicht. Und wenn ich dann das gemacht habe,
dann macht es bitte nicht den Fehler, dass ihr das Ganze dann anfangt ins Schmieren. Denn wenn man das schmiert, dann hat man Pech, denn dort setzt sich dann noch mehr der Schmutz an und dann hat man das Problem noch früher. Also einfach spülen und dann mit Bremsenreiniger oder was abwaschen, sodass es fettfrei ist. So, und jetzt widmen wir uns gleich dem Leerlaufdrehzahl-Stellmotor und da kommen wir gleich zum Problem, was der Michael gehabt hat. Bei Michael war das auch ein Verschmutzungsproblem und zwar war hier eine Verkrustung zwischen der Einstellmutter und dieser Plastikbuchse schuld. Ja, und das, was wir jetzt machen, das ist ganz einfach erklärt. Wir nehmen diese Kunststoffbuchse ab und nehmen die Feder ab und reinigen alles peinlich genau. Ja, da gibt es jetzt nicht viel zu sagen, außer dass wir das wirklich ordentlich reinigen. Auf der Seite müsst ihr Acht geben, seht ihr, bin da mit dem Tuch drüber gefahren und habe da drüber gewischt und jetzt ist so ein Blättchen runtergegangen, das was da dieses kleine Loch da am Motor abdeckt. Und ja, das muss ich halt dann nachher wieder darüber kleben, dass da nicht irgendein Schmutz dann reinkommt. Ja, ich löse das einfach mit ein bisschen Silikonkleber. Da muss man nur achten, dass halt nichts da ins Loch rein tropft oder reinkommt, denn da drinnen sollte eigentlich nichts sein, außer die Teile vom Motor. Denn sonst könnt ihr da drinnen irgendwas verkleben, das was dann Probleme macht. Also da Vorsicht, wenn euch das auch gelingt, dass euch das Blättchen runterfällt, dann halt das mit Vorsicht wieder ankleben. Haben wir das dann gemacht, dann bauen wir den Leerlaufdrehzahlstellmotor wieder ein. Das heißt, zuerst kommt die kleine Feder wieder drauf und dann diese kleine Plastikbuchse. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann können wir diesen Leerlaufdrehzahlstellmotor wieder ins Fahrzeug einbauen. Beim Einfädeln des Motors achtet auf jeden Fall auf diese Plastikbuchse, dass die richtig ausgerichtet ist. Das heißt, die muss horizontal ausgerichtet sein zum Motor. Und dann schraube ich einmal die obere Schraube mit den Fingern rein, soweit das halt möglich ist. Und wenn die mal so halbwegs fest ist, dann schraube ich die untere Schraube rein. Ihr könnt natürlich auch die untere Schraube schon beim Einbau in den Motor reinstecken, damit ihr dann diese Schraube nicht durchfädeln müsst, aber da müsst ihr halt selbst schauen, wie euch da am leichtern tut. Wenn man keine zittrigen Hände hat und einen Magnetschraubenzieher, dann kann man dann den unteren auch so durchfädeln. Auf jeden Fall sollte man am Vortag halt nicht zu viel gefeiert haben, denn dann fällt die Schraube sicher runter. Gibt es natürlich auch etliche Tricks, damit diese Schraube nicht runterfallen kann. Man könnte sie jetzt auch mit einem Isolierband kurz befestigen am Schraubenzieher. Also da gibt es viele Möglichkeiten oder was reinstecken im Schraubenkopf. Ja, wie gesagt, also da gibt es mehrere Möglichkeiten, es zu verhindern, dass die Schraube dann hinunterfällt. Ja, und der Vollständigkeit halber, der Anzugsdrehmoment für diese beiden Schrauben ist 3,5 Newtonmeter. Ja, mein Drehmomentschlüssel für solche Spezialfälle ist einfach meine rechte Hand. Haben wir den Stellmotor wieder eingebaut, kommt jetzt die kleine Plastikscheibe drauf und genau hier hat auch der Michael die Verschmutzung gehabt, eben zwischen dieser Scheibe und dieser Plastikbuchse. Und darüber kommt jetzt noch die kleine Metallbeilagscheibe und jetzt wieder die Einstellmutter drauf. Und wenn wir die Einstellmutter jetzt wieder aufschrauben, dann machen wir das mit den gleichen Umdrehungen, wie wir es runtergenommen haben. Ja, und wenn wir das alle 20.000 Kilometer machen, dann sollte es auch keine Probleme geben mit dem Absterben des Motorrades im Leerlauf. Besonderes Augenmerk natürlich sollten die Leute drauf haben, die was wirklich viel Offroad unterwegs sind und auf staubigen Straßen. Die sollten vielleicht schon einmal alle 10.000 Kilometer einen Blick drauf werfen. Natürlich gehört der Leerlauf-Drehzahl-Stellmotor jetzt auch eingestellt und wie das funktioniert, das seht ihr im nächsten Video. Im heutigen Video sind wir am Ende angekommen und ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank an den Michael für seine Hilfe und für die Informationen, die was mir der Michael da weitergegeben hat und natürlich einen herzlichen Dank an euch alle, dass ihr wieder dabei wart. Abonniert meinen Kanal, vergesst das nicht, aktiviert gleich die Glocke, um kein Video zu versäumen und alles, was ihr benötigt, wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal bei AS Motorcycle Repair. Tschüss.